Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In dieser Videoserie behandle ich Prüfungsfragen und die Antworten. Hier ist es eine Frage aus dem Bereich Materialwirtschaft, und zwar wird hier gefragt nach dem Unterschied zwischen der Lieferzeit und der Beschaffungszeit. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Nun, Lieferzeit geht von der Bestellung bis zum Eingang der Ware im Unternehmen, also dieser Zeitraum zwischen diesen beiden vertikalen Strichen, das ist die Lieferzeit. Und die Beschaffungszeit, wenn wir das hier nochmal übertragen und sagen, hier haben wir die Bestellung und hier haben wir den Eingang, schaltet davor noch die interne Bestellung, also die ganzen Abläufe, die passieren müssen, eh bestellt wird, also interne Freigabe und so weiter, und schaltet hier dahinter nach dem Eingang der Ware auch die interne Warenabnahme, also bis das alles erledigt ist und die Ware wirklich verfügbar ist. Von da ist also die Beschaffungszeit länger als die Lieferzeit. Die Lieferzeit ist kürzer als die Beschaffungszeit. Und die Lieferzeit ist ausschließlich extern gerichtet und die Beschaffungszeit ist extern plus intern. Ja, das hier ist nämlich intern und das hier ist auch intern. Okay, das war's schon wieder. Klicken Sie nun unter dem Video auf www.sparsleindenk-shop.de. Warum? Weil dort wertvolle Lernhilfen auf Sie warten. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.